Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800. Der Tag ist gekommen, jetzt wird aufgebaut. Nicht nur die Bauern warten, nein, auch die Gelehrten wollen an die Reihe kommen. Dann lassen wir mal die ganzen Blaupausen verschwinden. Aber halt, hat hier nicht noch das ein oder andere Hospital gefehlt? Natürlich, dann müssten wir noch zwei Stück mit aufstellen. Wohin ist aber die Frage? Dann müssen wir mal ein paar Häuser wieder verschwinden lassen. Ich glaube, der Platz ist ganz in Ordnung. Den nehme ich mir mal. Und hier unten in die Ecke packen wir jetzt auch noch eins rein. Wieso stehen denn da eigentlich so viele Lagerhäuser? Die nehmen wir aber gleich mal weg. Das reicht aber auch so. Nein, reicht es nicht. Ah! Gut, dann werden wir das doch mit hier mitten reinsetzen. Krankenhaus rüber. Alles aufgerüstet, aufgebaut. Dann wird hier weggerissen. Nicht, dass da uns ein bisschen Material abhanden kommt. Einmal schön das Ganze hier. So, Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Wie geht? Alles, was möglich ist. Habe ich noch was vergessen? Ja, kommt, die Handelskammern, die können wir ja gleich mitnehmen. Die müssen doch nicht so als Blaupause stehen bleiben. 4 Stück, mehr nicht, das war's. Alle Blaupausen beseitigt. Na wunderbar. Dann mal hier an die Lagerhäuser ran. Zack, 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 zack. So schnell geht's, da sind sie auch schon weg. Den Bereich, den machen wir hier später zurecht. Schöner. Kann es später auch noch werden. Jetzt geht es aber zu den Gelehrten mal schnell rüber. Halt, falsche Insel. Ach, lasst mich mal drehen hier. Sonst komme ich doch gar nicht zurecht. Darunter müssen wir. Nach Lerfurt. Ich hoffe mal, dass das Material ausreicht. Gehen wir hier auch einmal schön drüber. Dann sehen wir ja, wie viele wir noch brauchen. Wie viel dürfen wir noch? Eins nur noch. Das war's schon? Wirklich? Oh, der Spaß ist so schnell vorbei. Aber halt, da steht ja noch eine Feuerwehr im Blaupause. So geht das aber nicht, Jungs. So machen wir das hier nicht. Na, dann fehlt noch einiges. Nochmal so ein Schwung, dann hätten wir's. Dann kann es auch jetzt mit den Forschungspunkten wieder weitergehen. Es gibt mehr. Schön, schön, schön. Zieht ein. Macht es euch wieder bequem. Süß wie Honig. Na, das möchte ich doch meinen, meine Gute. Das möchte ich doch meinen. So war ja auch der Plan. Und während ihr hier einzieht, können wir ja die restlichen Module noch hinsetzen, die uns da noch fehlen. Wir waren ja immer noch nicht fertig. Lass mal schauen. Was dürfen wir noch? 4 Anlegestellen. Die wollten wir doch hier oben mit dran klatschen. Da wird mal was weggerissen, wird da. Hier, ich müsste mal was entfernen, auch wenn mir da jetzt ein bisschen Material wieder im Wasser rumschwimmt. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ich hätte aber gern auch noch 2 kleine Öllager hier mit, wenn ich mal ehrlich bin. Passen die noch irgendwo mit rein? Könnte man doch hier neben dem Kontor mit aufstellen. Ja, da lassen wir das stehen. Und weiter geht's hier drüben. Halt, ich bräuchte mal die Module. Gib mal her hier. Oh, geht doch nicht. Ach, muss doch zusammenhängend sein. Ich wusste es. Ich wusste es, dass ihr mich da nicht bauen lasst. Ach, man kann es ja mal probieren. Dann müssen wir hier doch noch irgendwo was freimachen, wo wir die hinsetzen. Tja, Öllager doch wieder weg und da hochgepackt. Kommando zurück. Einmal wieder dahin. Und passt das jetzt noch direkt hier daneben? Nein, passt es natürlich nicht. Lassen wir es mal da stehen. Wo stehen denn jetzt schon wieder Ruinen? Kann sich doch nur um Häuser handeln, die ich da wieder nicht an die Straße angeschlossen habe. Natürlich.
Was anderes hätte mich jetzt auch gewundert. Gut, da passt also nichts. Können wir genauso gut zupflastern das Ganze. Tja, dann müssen wir Platz machen. Pendlerkai. Könnte man ja noch woanders hinstellen. Hoch mit dir. Wenn ich da oben mit den Speicherstadtmodulen eh nicht bauen darf, da können wir das auch damit anschließen. Und wir haben hier unten ein bisschen mehr Platz. Dann müssten wir das Ganze aber eigentlich auch noch weiter nach rechts verschieben. Oder? Kontor weiter nach links, geht das? Was denn da jetzt schon wieder im Weg? Hier unten das. Oder wie, oder was? Ach, das muss echt durchgehend sein, das Ganze. Das passt aber so nicht. Wir müssen hier noch was verschieben. Auch wenn es mir nicht gefällt. Wir packen dich erstmal darüber. Da basteln wir dann weiter. Und das hier müssen wir jetzt auch noch mal kurz an die Seite ranpacken, dass wir das Ganze hier irgendwie noch verschieben können. Lasst mich doch einfach mal. Ja, vielen Dank auch. Dann können wir die nämlich hier noch so mit an die Seite dran setzen. Am besten mal unten anfangen. Ja, so sind wir sogar in etwa auf der Höhe. Und die restlichen vier Stück, die bekommen wir doch hier auch noch runter. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Na schaut mal, wer will, der kann. Es steht doch alles. Zwar nicht alles mit im Einflussbereich, aber naja, naja. Das lassen wir jetzt mal außer Acht. Dann wären die Exportbüros jetzt an der Reihe. Und die Verladekais müsste man auch noch mit aufstellen. Das waren nur so ein paar kleine Hütten. Ha. Ich fange mal hier hinten an. So rum. Nicht so optimal. Aber okay. 1, 2, 3. Dann machen wir hier 1, 2, 3 mal hin. Das Ganze. Kann man das jetzt hier endlich mit einem, können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Mit einer Keimauer noch anschließen und verbinden? Na, wenigstens ein kleines Stück. Immerhin. Dich lasse ich nicht untätig. Da gibt's gleich die nächste Campus-Erweiterung für dich, mein Jung. Darfst gern weiter forschen. Dich müsste ich jetzt noch irgendwo. Oh, hier könnte man das doch noch mit aufstellen. Da steht es eigentlich keinem im Weg. Und wenn ich das jetzt hier auch noch mit einer Keimauer zubekomme? Na, herrlich. Kommt da auch gleich noch was dran? Hier ist alles noch offen. Könnt ihr wunderbar noch reinfahren. Ist das nicht toll. Und den anderen Kram, den bekommen wir jetzt irgendwo auch noch unter. Wenn ich die Hütte hier drehen würde. Ha! Ha! Einen Augenblick. Da passt da vielleicht auch noch ein weiteres Modul mit hin. Oder vielleicht auch nicht. Sieht aber schöner aus, wenn man hier noch eine Mauer mit dran bastelt jetzt. Ja, die ist ein bisschen breiter, die ist dicker. Gefällt mir besser. Lassen wir so stehen. Nächste Reihe. Das können wir direkt so mit dran setzen hier. Wunderbar passt das. Wie viel noch? Das war's. Ab zu den Exportbüros. Es wird aber langsam eng. Zwei Stück passen doch hier aber noch daneben, oder? So rum kann ich es nur drehen? Nö. Ihr passt euch schon an. Oh, jetzt muss ich aber quetschen. Zwei Stück noch. Gehen wir da in die Richtung. Hätten wir es.
und noch 9 Hafenmeistereien. Ich glaube, wir müssen hier unten an der Seite verschieben. So sieht's doch mal aus. Mit dir noch ein bisschen weiter nach vorn. Bringen wir das mal auf eine Höhe. Und da ist da auch noch ein bisschen Platz. Nicht für 9 Stück, aber ein paar bekommen wir da noch hin. 1, 2, 3. Ach, das sieht wieder blöd aus. Moment, das ging doch noch eins weiter nach links hier. Ja, ich mache mir da schon Platz. Soll ja jetzt auch nicht so ganz zusammengeklatscht aussehen. 5 Stück noch. Hier könnte man noch eine Verbindung reinbasteln. Zack. Oh, ist sogar noch ein klein wenig Platz dazwischen. Sieht aber irgendwie blöd aus. Hier kann ich es nicht mit aufstellen. Aha. Wie wäre es denn hier auf der Seite? Da ist doch noch ausreichend zur Verfügung. 4 Stück noch, die Reparaturkräne, die schenken wir uns mal wieder. Werden nicht benötigt. Und damit hätten wir doch jetzt alle Module aufgestellt. Wunderbar mit unterbekommen hier. Und somit können wir auch neue Waren reinpacken. Jetzt wird erstmal hier ordentlich exportiert und importiert, sage ich euch. Zigarren hatten wir schon drin bei den Geschützen. Die Geschütze kommen jetzt aber noch ein paar Mal rein. Und zwar hätte ich da gern dafür... Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade... Ja. Noch ein bisschen Schokolade. So. Nochmal das Ganze für Kaffee. Und habe ich jetzt noch was übersehen aus der neuen Welt? Die Waren Schokolade, Kaffee, Zigarren. Gut. Dann als nächstes die Dampfmaschinen. Handelsware bleibt gleich. Hier kommen einmal die Zigarren rein. Hier kommt einmal die Schokolade rein. Und hier kommt einmal der Kaffee rein. Ich lasse bereits auch ein paar Perlen anliefern. Die können wir ja mal hier reinpacken und mal schauen, wieso da die Tauschverhältnisse aussehen. Ich glaube zwar nicht, dass das wirklich so gut ist, aber man kann ja mal schauen, oder? Einmal Perlen da. Ach, einmal Perlen hier. Und einmal Perlen noch da unten rein. Das gleiche nochmal. Zigarren, Schokolade und Kaffee. Oh, wir müssen ja aber nochmal die Warenmenge erhöhen. Die gefällt mir noch nicht. Schön eine 5000 draus machen. Ja, auch bei euch. Und nun, mit den restlichen 4, die uns da noch zur Verfügung stehen, könnten wir ja noch den Schnaps und die Arbeitskleidung reinpacken, die uns in großen Mengen zur Verfügung stehen. Was holen wir uns dafür? Einmal hier Zigarren und Kaffee und hier einmal Schokolade und nochmal Kaffee. Der wird weggeschlürft. Einmal hier, einmal da noch anpassen, da bitte noch und hier unten auch noch, dann haben wir es hinter uns. Tauschverhältnis 4 zu 1. Ah, 10 zu 1. Gut, okay, wir haben die noch nicht in der Pyramide es mit drin. Es könnte durchaus. Ich hoffe, du findest es aufregend. Nein, habe ich es jetzt angenommen. Oh, nicht doch. Nö, keine Lust. Also, jetzt mal ganz im Ernst.
Das belastet unsere Geschäftsbeziehung. Ja, ärgerlich, aber kann ich jetzt nun mal nichts ändern. Hätten wir das auch. Und mittlerweile sollten eigentlich unsere kleinen Bauern bereit sein, zu Arbeitern aufzusteigen. Schauen wir mal kurz. Ja, und wo beginnen wir? Ah, am Rande gibt es kleine Problemchen, sehe ich da schon. Fangen wir trotzdem mal bei euch hier an. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Müssen wir hier halt ein bisschen verschieben? Oder wir würden noch einen Marktplatz mit hinsetzen? Och, da steht auch noch eine Blaupause. Ich glaub's kaum. Nö, euch verschieb ich dann. Wegen euch, Paar, baue ich da jetzt doch nicht noch extra was hin. Geht wohl los. Keine Extrawurst für euch. Material geht aber schon so langsam wieder zur Neige. Möchte ich mal behaupten. Neue Befehle! Aber zum Glück haben wir ja hier noch ein paar Kollegen stehen, die da ein bisschen was geladen haben. Du hast zwar gerade kein Holz, aber die Stahlträger, die nehme ich trotzdem mal. Ab nach Wollheim mit dir. Stehen die anderen nah genug dran, dass ich euch von hier unten abfertigen kann? Super. Abdrehen beginnen. Ihr bekommt schon mal ein Bienchen von mir. So muss das sein. Zum Horizont. Na. Wer hat denn da nicht gelernt? Wer legt es denn da wieder drauf an? Sumpfratter. Mal drehen. Lass ich mir mal was für euch wieder überlegen. Halt. Immer noch die roten Zahlen, mein Gott. Gefällt mir gar nicht, die da oben in der Leiste zu haben. Sind unterwegs. Aber bald, bald weht hier ein anderer Wind. So viel steht mal fest. Was warte ich denn? Ich kann doch weitermachen. Oh, da sind auch wieder welche dazwischen, bei denen das nicht ganz so klappt, wie es gedacht ist. Na, um euch kümmere ich mich jetzt aber gleich mal. Packen wir dich dahin und dich dahin. Euch wieder rüber. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Ihr müsst noch aufgerüstet werden. Alle da hoch. Da geht's, da ist's möglich. Und ihr gern wieder hier unten Platz nehmen. Aha. Gefällt mir doch schon besser. Gehen wir hier noch einmal drüber, rüsten wir euch noch einmal auf. Euch nehmen wir natürlich auch noch mit und dann warten wir mal ab. Die Kollegen, die ersten Kollegen sind schon unten. Fertigen wir euch mal ab. Bretter hochbringen. Manöver. Ach, Berli, was kannst du eigentlich? Nicht viel, wie es aussieht. Zum Horizont. Hoch jetzt mit dem Zeug hier. Wendemanöver. Ja, auch du. Greif zu. Diese Stadt zieht helle Köpfe, Mag. Und solange da noch was im Lager sind liegt, unterwegs. Wird's rausgenommen. Halt, aber nicht das Holz, sondern bitteschön die Bretter hier. Abdrehen beginnen. Sehr gut. Dann können wir ja auch den kleinen Bereich hier hinten jetzt noch mitnehmen. Dafür sollte es doch noch reichen. Jawohl. Jawohl. Sogar noch für ein bisschen mehr. Das war's. Hat ja dann doch besser funktioniert, als ich dachte. Bin davon ausgegangen, dass da mehr Leutchen dabei sind, die sich wieder weigern. Während wir da auf die Schiffe warten, können wir ja das Problem gleich mal
in die Hand nehmen und beseitigen hier. Kommt mal alle hier hoch. Da geht's euch besser. Da ist schöner. Tja, und ihr müsst leider hier unten jetzt in die Ecke rein. Einen trifft es immer. Diesmal seid ihr an der Reihe. Kisten unter Deck! Hallo! Ich sehe da ein paar Bretter, die ich mir nehmen könnte. Wendemanöver! Ach, wieso immer zur falschen Insel? Ich lern's aber auch nicht hier. Wie, ihr seid schon wieder bereit für mehr, ne? Ja, ihr lasst euch nicht lumpen. Da komm ich ja gar nicht hinterher. Brot, Bier, Wurst und Seife habe ich euch ja auch schon vorbeigebracht. Wenn das hier Unterdrückung ist, dann könnte vielleicht daran liegen. Gut, 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 dann muss ich mal ein bisschen Gas geben hier. Baldrin! Nochmal. Bitte runter mit euch. Dann bräuchten wir auch gleich ein paar mehr Ziegelsteine. Abdrehen! Liegen da denn noch welche in Olching? Ja, für zwei Ladungen reicht das noch. Dann greife ich mal hier zu. Sind unterwegs. Schicken wir dich und dich mal darunter. Ihr erledigt das mal. Wieder zur falschen Insel. Mein Gott. Strafzahlung müsste ich einführen. Und komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab doch gesehen, dass du da schon an der Insel dran stehst. Lass mich dir die schönen, wunderbaren Bretter geben. Baldrin! Und die letzten Bauern können weichen. 93? Oh, zum Glück habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Und dann würde ich sagen, werde ich hier oben in Chateau Sarrazin die ganzen Handwerker, die sich da momentan befinden, abrüsten. Dass wir hier die Insel voll bekommen. Den Rest an Ingenieuren von Woodstone irgendwie noch wegbekommen. Und mal schauen, was dann zum Schluss noch überbleibt. Tja, die ersten Handwerker könnten wir eigentlich auch schon herholen. Neue Befehle? Wollen wir das schon tun? Oder wollen wir uns das für die nächste Folge aufheben? Nein, das machen wir heute schon. Ihr füllt mir hier fleißig die Lager mit den ganzen Waren, die wir dann später brauchen. Genau, ordentlich Zigarren. Die Partie ist eröffnet. Ordentlich Schokolade und Co. Und da wollte ich doch noch eine kleine Sache wieder in Ordnung bringen. Na, da kann ja hier wieder ein bisschen was an Depots aufgestellt werden. Vielleicht dann doch noch ein kleines Öllager dran. Doch, ja. Jetzt bin ich zufrieden. So lassen wir das. Da noch ein Depot dran, da noch eins hin. Hier kann jetzt natürlich wieder nicht zugemacht werden, ne? Aber Platz für eins sehe ich da trotzdem noch. So, machen wir das Ganze nochmal ein bisschen schöner. Da noch eine Keimauer dran. Das Ganze können wir hier auch noch verbinden. So, ein bisschen die Ecke rausnehmen und hier noch was dran. Fertig ist das Ganze. Ei. Was machen wir jetzt mit euch? Nochmal runterschicken zu den mehr zum Bretter holen, würde ich sagen. Da stehen ja auch noch drei. Ach. Dann legen wir los. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Handwerker in Hochheim. Und wenn ihr hier auch aufgerüstet werden wollt, dann beeilt euch mal. Oder fehlt es euch wieder an irgendwas? Nö, nur an Zeit. Und die haben wir doch nicht. Puerto Rico, stehst in Wolheim. Dann
Kriegsretter für dich. Abdrehen beginnen! Abkommen steht. Wieder nicht nah genug dran. Ach, ja. Kisten unter Deck! Wisst aber auch, wie man mich jedes Mal wieder auf die Palme bringt. Nochmal. Sind unterwegs! Hoch. Bretter für dich. Und für euch mal was anderes. Ein paar Ziegelsteine. Abdrehen beginnen! Wo steht meine Allerbeste? Nirgends noch unterwegs. Sind unterwegs! Das mache ich mal kurz hier noch schnell. Eine Ladung noch. Abdrehen nach beginnen! Nach oben. Immer noch nicht so weit. Ja, hier unten müssen wir wieder tricksen. Weiß ich doch. Da haben wir noch einen Bauern. Der muss weg. Und so langsam kommen sie. Aber auch wirklich nur so langsam. Können wir das gleich noch wieder austauschen hier? Wenn wir schon einmal gleich da sind. Hoch, hoch, hoch. Hoch, rüber, kommst da hin, du musst da, du hier, da runter, da rüber, links, rechts. Ja, er sieht gut aus. Einer noch, nein, zwei noch. Zieh doch mal den Finger. Ja, perfekt. Könnte man meinen, ich hätte euch gezwungen. Geht's bei euch mal direkt weiter. Ohne Pause. Glaubt ihr's? Das war's. Ich brauch wieder Bretter. Geht die Klickerei wieder los hier. Ach, warum fahre ich eigentlich immer da runter? Wir können doch das Ganze hier über die Anlegestellen erledigen. Abdrehen beginnen! Noch jemand, der mir da was überreichen möchte? Wieso bist du leer? Wo stehst du? Muss ich mir gleich mal anschauen. So geht das ja auch nicht hier. Ja, irgendwo rumstehen. Ah, das gibt Lohnkürzung. Bretter. Ball drehen. Hätte man ja schon längst machen können. Und dann zum letzten Mal heute hier aufgerüstet. An der Ecke. Hier sind wieder welche dazwischen, die sich wehren. Kennt man ja. Oh, was denn da passiert? Das sehe ich ja jetzt erst. Na prima. Kleinen Augenblick. Einmal so. Och, könnte ich eigentlich. Ach, naja, egal. Bleibt jetzt da. Das war's. Aus. Vorbei. Ende. Schluss. Keine Bretter mehr. Zum Horizont! Dann machen wir die Insel jetzt noch leer und dann soll's das für heute auch schon wieder gewesen sein. Die Insel leer mit Brettern, meine ich natürlich. So. Alla. Nichts mehr über. Dann verschwinden wir mal wieder zur Expedition und sehen uns dann beim nächsten Mal hier in Hochheim wieder. Das Geisterschiff. Nach Wochen großer Hitze sind die Trinkwasservorräte gefährlich geschrumpft. So erscheint es fast wie ein kleines Wunder, als ein Schiff am Horizont erscheint. Sie werden doch sicher ihr Wasser mit uns teilen. Doch als das Schiff näher kommt, wird die Mannschaft von Schrecken erfasst.
An Bord gibt es kein Lebenszeichen. Ein Geisterschiff! Wir müssen fliehen, bevor es zu spät ist, schreien sie. Heidnischer Aberglaube! Das Schiff ändern! Das ist nicht einfach nur Aberglaube. Die Mannschaft ist so angsterfüllt, dass ihr bei jeder knarzenden Planke an Bord des Geisterschiffs ein Wimmern entfährt. Als schließlich ein schreckliches Heulen vom Unterdeck zu vernehmen ist, rennen die Matrosen um ihr Leben. Eine arme Seele stolpert über eine Taurolle und bricht sich den Schädel an einer eisernen Ankerwinde. Ein weiterer Beweis für die Torheit der Mannschaft. Nicht so gut gelaufen. Hab schon Schlimmeres gesehen. Ja, hab ich auch. Aber das hilft uns ja jetzt auch nicht weiter, mein Kapitän. Gut. Dann schaut mal, was ihr aus der Sache noch machen könnt. Und wir machen an der Stelle jetzt hier Schluss. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.